Als Teil des Lenneper Sommers findet zum dritten Mal am 7. Juli Lennep Lecker statt. Augusta Hartheim Horizonte und Bernhard Steinhoff bei mir. Bernd, letztes Jahr zum ersten Mal am Alter Markt. Ja. Ein großer Erfolg. Sensationell war es und dieses Jahr toppen wir die ganze Geschichte nochmal. Es wird noch, so denke ich, über das Programm und was wir dazu bieten haben, nochmal besser werden. Lenne Blecker war ja eine Sache, vor zwei Jahren waren wir ja auch hier bei euch, hier auf dem Hof, ja. eine sehr, sehr schöne kleine persönliche Veranstaltung. Jetzt seid ihr auf den großen Platz gegangen, die Resonanz war sehr gut. Ist es das Thema Zeitgeist, trifft es das Thema, dass man mit Essen, gutem Trinken, gutem Essen und guter Musik und, und Stimmung auf der Bühne, dass man da was einen schönen Abend schaffen kann? Ich weiß jetzt nicht, ob man das Zeitgeist nennen kann, denn äh, es sind die Begegnungen von Menschen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Und gute Begegnungen und lebenswertes Leben, das äh, wünschen sich die Leute und das kann man hier in Lennep wunderbar haben. Die Atmosphäre gibt es ja durch die Kulisse der Altstadt, das vitale Vereinsleben mit all den Leuten, die die Bühne im Lenneper Sommer immer wieder voll machen. Und wir als gemeindepsychiatrische Anbieter, wir wollen einfach mitmachen, uns da einreihen, Schulterschluss zeigen und das Ganze mit einem qualitativ sehr, sehr guten Angebot, was äh, den Menschen, die da hinkommen werden, dann auch äh, sozusagen gerecht wird. Und das ist wichtig. Und der Mann, der wieder durch den Nachmittag und Abend führen wird, der Lothar ist bei uns. Äh, genau. Ein Lenneper Original. Ähm, wie wichtig ist so eine Veranstaltung? So eine Veranstaltung ist total wichtig, weil wir aus jeder Veranstaltung ein Plus an Zusammengehörigkeitsgefühl holen und das gehört in Lennep ganz einfach dazu. Und es ist immer ein Beweis dafür, dass in Lennep tatsächlich das Soziale noch wirkt. Ja? Du, bist ja, du führst durch diesen Nachmittag und Abend. Wie bereitest du dich vor? Du weißt ja sehr, sehr viel über die Geschichte, über was passiert ist in Lennep. Kommt das automatisch oder planst du es vorher, dass du gewisse Anekdotengeschichten danach erzählen willst? Natürlich bereite ich mich akribisch darauf vor. Nur die Realität ist immer anders. Planung ersetzt ja bekanntlich Zufall durch Irrtum. Und um den Irrtum zu vermeiden, muss ich also sagen, ähm, es gibt so viele Dinge zu erleben, zu erzählen, äh, dass ich da so absolut keine Probleme habe. Zumal das Programm ja auch noch toll ist. Ich stehe ja nicht alleine da, sondern wir werden also einen, einen begabten äh, jungen Saxophonisten, ich sage das mal, Uves Körres ist auch in meinem Alter, <laughs> dort haben. Und äh, der weiß schon, wo er in seinen, in seinen Ofenrohr reinpustet und auch der Clownre. Nee, ist ja nun auch wirklich ein ganz omnipotenter Künstler, der also nicht nur Klauen drauf hat, sondern genauso auch jonglieren kann und äh, selbst in den Fakir-Bereich hineinkommt. Und so, glaube ich, wird es überhaupt keine Möglichkeit geben, in irgendeiner Art und Weise Langeweile aufkommen zu lassen. Also ein kurzlebiges Programm, das wir an dem Tag erleben werden. Ihr habt eine Sache geändert, ihr fangt ein bisschen später an. Um fünf geht's los. Genau, es geht um fünf los. Letztes Mal hat man es gesehen, dass die Menschen ähm, die Zeit von 16 bis 17 Uhr nicht so nachgefragt haben. Darauf stellen wir uns ein, gibt uns ein bisschen mehr Zeit aufzubauen. Umso schöner kann es dann hinterher werden. Äh, der Saro wird wieder dabei sein. Es wird dabei sein äh, Tobi Riemann, der fantastische bergische Spezialitäten anbieten wird. Wir werden als AHA diesmal mit einem Krebsstand dabei sein, um die äh, schönen Menüs auch mit Süßen abzurunden. Und äh, heute erst habe ich wunderbaren Wein gekauft und prima Käse ist bestellt, sodass wir auch äh, an dieser Ecke noch mal ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr haben werden. Und die Krönung könnte sein, sozusagen die Sahne im Kakao. Wir werden äh, einen kleinen Standort anbieten. Mit einem Superfood, das heißt Elimba, ist ein Kakaoprodukt, das wir hier mit einer Start-up-Unternehmerin in Lennep gemeinschaftlich äh, auf den Markt bringen werden. Wir produzieren es, sie hatte die Idee und die Lenneper Besucher können zum ersten Mal diesen wunderbaren Kakao dort genießen. Das hört sich sehr gut an und äh, einer. Der noch dabei ist, Crespo mit seinem Mi-Café? Ja, Crespo, okay. das war der Knaller in Tüten. Letzte Mal mit seinem wunderbaren äh, Fahrrad, das er da hat und, und äh, seine Kaffeespezialitäten äh, da anbieten wird. Und auf den freuen wir uns natürlich auch. Also, alle Leute sind eingeladen? Alle sind eingeladen. Es wird ein super Fest, wenn ihr alle auch kommt. Dankeschön, Bernd. Dankeschön, Lothar, für dieses Gespräch. Ja. Also, am 7.7. Lennep Lecker. Wir freuen uns alle drauf. Es wird sicherlich eine schöne Veranstaltung.